Meine Damen und Herren, willkommen zurück zur zweiten Sitzung des heutigen Destination Days mit dem Hauptthema Overtourism. Wir sind sehr geehrt durch die Anwesenheit einer sehr wichtigen Gruppe an Herren hier, die auch alle drei Destinationen vertreten, die stark den Auswirkungen des Übertourismus oder Overtourism ausgesetzt sind. Und wir freuen uns natürlich sehr auf Ihre Einsichten, die Sie zu diesem Thema haben, Ihre Gedanken und die Lösungen, die Sie möglicherweise in Ihren Städten auch anbringen, um dieses Problem, um dieses Problems Herr zu werden. Ich möchte Sie zum Beginn nochmal bitten, die Klicker in die Hand zu nehmen. Hier ist die Frage. Haben diese Destinationen, die vom Übertourismus bereits betroffen sind, erfolgreiche Maßnahmen entwickelt, um mit dem Problem umzugehen? Was ist Ihre Meinung dazu? Und dann werden wir das gleich im Anschluss auf der Bühne mit den anwesenden Herren besprechen. Okay. Gut, das ist eine eindeutige Sachlage. 67% von Ihnen sagen nein. Da sind vielleicht erste Maßnahmen geprüft worden. Im besten Fall. Also ganz kurz nochmal eine kurze Einführungsrunde. Der Herr hier zu meiner Linken, Herr Franz van der Aart, ist der CEO von Amsterdam Marketing. Er hat eine langstehende Erfahrung im Bereich Kulturmarketing und Museummarketing und er hat vier Organisationen vor kurzem in Amsterdam zusammengeführt, um eine neue Stadtmarketingorganisation, der er jetzt als CEO vorsteht, zu gründen. Es ist eines dieser Beispiele, Amsterdam natürlich, wo Overtourism tatsächlich eintritt und zu seiner Rechten John Torella, Tourism Director des Stadtrates von Barcelona, auch wieder eine der Städte, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt in dieser Hinsicht. Er hat den größten Teil seiner Karriere im öffentlichen Dienst verbracht und ist der Leiter der Tourismusabteilung, die den Tourismusstrom und die Tourismusaktivitäten in allen Bereichen in Barcelona organisiert. Und er steht dieser Tourismusbehörde vor. Neben ihm sitzt Mato Frankovic, Bürgermeister von Dubrovnik. Er hat Tourismus und Resort Management studiert. Er hat also einen Hintergrund in diesem Bereich und er sitzt auf dem Tourismusratausschuss der Stadt Dubrovnik. Dubrovnik ist auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Natürlich aufgrund der Game of Thrones Serie sind sehr viele Touristen in diese Stadt gekommen und das hat zu Problemen geführt. So, meine Herren, die Frage, die hier gestellt wird, ist, ob die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, bereits Lösungen gezeitigt haben. Die Antwort des Publikums ist nein. Herr Frankovic, was ist Ihre Meinung dazu? Nun, in der Tat, wir haben angefangen, mit diesem Problem umzugehen seit dem letzten Sommer. Wir sind erst eine neue Stadtregierung, seit 8 Monaten im Amt. Und wir haben angefangen, neue Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem des Overtourism zu lösen. Das Erste, was wir nicht wollen, ist natürlich, dass wir Opfer unseres eigenen Erfolges werden, weil wir ein sehr beliebtes Reiseziel sind, eines der Top-Destinationen weltweit. Da wollen wir natürlich nicht in Zukunft dieses Etikett angehängt bekommen, dass wir eine überbelastete Destination sind. Das wollen wir natürlich nicht. Man muss sich erstmal schauen, was in Dubrovnik stattfindet. Die wesentlichen Punkte haben mit der Kreuzfahrtindustrie zu tun. Sehr viele Kreuzfahrtschiffe kommen nach Dubrovnik. 300.000 Touristen kommen von den Kreuzfahrtschiffen pro Jahr nach Dubrovnik. Das Problem ist allerdings, dass sie an 3 Tagen in der Woche konzentriert zu uns kommen. Als neue Stadtregierung haben wir einen ersten Ansatz ergriffen. Wir haben den Verband der Kreuzfahrtschiffverbände angesprochen oder Unternehmer angesprochen und wir haben versucht, dieses Problem mit ihnen zu besprechen. Und das ist wirklich eine Fallstudie. Das Problem, das Dubrovnik hat mit der Anzahl an Touristen, die alle gleichzeitig an den gleichen Ort strömen kommen wollen. Und das können wir nicht managen. Wir können nicht die Dienstleistungen anbieten oder das Niveau an Dienstleistungen anbieten, das wir anbieten wollen für diese Touristen. Und in diesem Jahr 2018, und Sie wissen, wie schwer es ist,
Dinge zu verändern, vor allen Dingen Routen zu verändern. Aber für dieses Jahr 2018 haben wir es geschafft, die Termine, die Ankunftstermine für die Kreuzfahrtschiffe zu verändern. Also auch die Zeiten sind verändert worden. Es wird also in Zukunft nicht mehr die Situation geben, dass mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig andocken. Das ist wesentlich, der wesentliche erste Schritt. Danach können wir alles andere noch lösen. Wir haben natürlich auch das Problem mit Tagesbesuchern. Wir wollen eine neue Applikation jetzt entwerfen, mit der Hilfe wir die Touristen darüber informieren, wann der günstigste Zeitpunkt am Tag ist, um Dubrovnik zu besuchen. Wenn sie nämlich informiert sind, dann ist das ein wesentlicher Schlüssel zu einer besseren Erfahrung, wenn sie dann erstmal in Dubrovnik sind. Ja, da sind tatsächlich erfolgreiche Maßnahmen, die umgesetzt werden. Was passiert in Barcelona? Nun, meine Meinung ist nicht genau die gleiche. Also wenn Sie über überlastete Destinationen sprechen, nein, es geht um bestimmte Plätze innerhalb dieser Destination, denn die Destinationen sind ja oft noch größer als die Stadt selbst, also die Stadt Barcelona in diesem Sinne. Barcelona ist im Zentrum einer großen Destination und da kann man sehr viele Dinge außerhalb der Stadt auch noch unternehmen. Es stimmt allerdings, dass die Anzahl der Besucher in Barcelona selbst tagesdurchschnittlich etwa einen Anstieg um 10% der Bevölkerung in Barcelona darstellt. 10% pro Tag mehr ist nicht unbedingt ein Problem für die Infrastruktur, aber es ist durchaus ein Problem für die Stadt, denn die Anzahl der Pendler ist sehr viel größer als das. Aber das Problem ist, dass sehr viele Leute gleichzeitig kommen oder an den gleichen Ort strömen. Das ist ein Problem, das in der Destination selbst gelöst werden muss. Die Herausforderung für den Stadtrat oder für die Tourismusbehörde und den Tourismussektor ist, wie man Aktivitäten fördern kann, die kompatibel sind oder die gleichzeitig ausgeführt werden können, ohne das tägliche Leben der Bewohner in der Stadt zu stören. So, dass eine touristische Erfahrung möglich wird, ohne dass das städtische Leben an sich beeinträchtigt wird. Und in Barcelona, glaube ich, ist es ähnlich wie in Dubrovnik, aber es gibt überbevölkerte überbesetzte Orte, die im Wohnbereich der Stadt sind, in den Wohnvierteln der Stadt sind. Das führt zu Konflikten. Wir werden später noch über die Lösungen sprechen, aber das ist die Hauptfrage. Es geht nicht um die Überlastung der Destination insgesamt, sondern von bestimmten Punkten innerhalb der Destination und viele Bereiche in Barcelona existieren, die das aufnehmen können. Man muss es besser verteilen. Wir hatten das auch in der vorherigen Sitzung gehört, als es um das Management von Touristenströmen geht. Hier geht es nicht nur um Touristenströme, sondern es geht ja auch um die Bewohner der Stadt, die ja die gleichen Transporte und den öffentlichen Nahverkehr verwenden. Es ist nicht nur die öffentliche Infrastruktur. Das Transportsystem ist sehr, sehr interessant, denn wir haben die Mobilitätsmuster der Besucher in Barcelona untersucht und sie sind im Grunde genommen nachhaltiger in dem Sinne, weil sie den öffentlichen Nahverkehr verwenden. 80% derjenigen kommen durch den Flughafen, das bedeutet, dass sie nicht mit ihrem PKW kommen und sie müssen dann also den ÖPNV verwenden. Und die Zeit, die vom Touristen verwendet wird, ist eine andere Zeit als die der Pendler und Einwohner. Nur zur Mittagszeit überlappen sich beide Populationen, wenn man so will. Und es ist also völlig möglich, diesen Zustrom zu managen. Und es gibt bestimmte Linien, U-Bahn-Linien zum Beispiel oder öffentliche Transportlinien, wo dann beide Bevölkerungsgruppen sich überlappen, wenn man so will. Ich nehme an, Sie haben ähnliche Erfahrungen hier, Franz von Arbert. Ja, man muss sagen, das ist ein recht neues Problem. Ich glaube, dass es erst seit 4 Jahren wirklich debattiert wird. In Amsterdam ist es ein großes Thema. In 2 Wochen gibt es Wahlen für die Stadtregierung. Und es ist eines der großen Themen, die auch politisch sehr besetzt sind. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Für alle unsere Städte sehen Sie ja, dass es Städte sind, die diese Herausforderungen meistern müssen, die einen kleinen historischen Kern haben, wie Dubrovnik, Brügge, Venedig, Barcelona auch ein bisschen. Städte mit größeren Boulevards zum Beispiel haben nicht diesen unmittelbaren Druck oder spüren diesen nicht unbedingt. Es geht hauptsächlich um unsere Art von Städten und wir glauben sehr stark an eine Art Triangulierung
zwischen Arbeiten, Leben und Besuchen der Stadt. Also es geht sowohl um die Bewohner, um die Geschäftsleute und die Besucher. Und wenn das in ein Gleichgewicht gebracht wird, dann ist es kein Problem. Aber im Augenblick sieht man, dass eine Seite übergewichtig wird und insbesondere die Einwohner der Stadt haben dann das Gefühl, dass sie ihre Stadt gar nicht mehr besitzen, dass es nicht mehr ihre Stadt ist. Und Amsterdam wächst, wir haben mehr und mehr Besucher, mehr Studenten, mehr Bewohner, mehr Geschäfte. Die Stadt wächst insgesamt, aber insbesondere was die Besucher angeht, da haben wir jährliche Wachstumsraten von 10%. Das ist sehr, sehr viel. Und es ist sehr schwer, als Stadt damit umzugehen. Also wir sprechen ja jetzt hier über Lösungen. Wir haben seit 2-3 Jahren mehr als 60 Maßnahmen ergriffen, um der Situation Herr zu werden. Wenn wir vielleicht einfach mal mit den Lösungen anfangen können. Was war die effektivste Lösung, die Sie bisher angebracht haben? Zuerst einmal geht es um zu regulieren. Als Stadt sind wir die erste Stadt gewesen, die mit Airbnb Gespräche geführt hat. Weil natürlich hört man immer die offiziellen Übernachtungen, aber die haben natürlich immer mit den Hotels zu tun. Wie wir alle wissen, hat sich die Art zu reisen verändert. Es ist weniger teuer geworden und die Art und Weise, in einer Stadt zu übernachten, auch. Und das hat auch dazu geführt, dass weltweit Reisetätigkeit zugenommen hat. Deswegen haben wir angefangen, mit Airbnb zu sprechen, Regulierungen einzuführen. Sie müssen auch eine Tourismustaxe abführen. Wir haben sehr viel Infrastrukturregulierungen auch ergriffen, wie zum Beispiel Tourbusse können nicht in die Stadt fahren und es können auch keine weiteren Hotels im Stadtkern gebaut werden. Und dann geht es auch dazu, dass die Einhaltung strikt überwacht wird. Und jetzt überlegen wir uns auch Entwicklung von Werbekampagnen, die Bewusstseinsschaffung bei Leuten, wie sie sich verhalten sollen in der Stadt. Wir schauen uns auch an Festivals, wie diese besser verteilt werden können. Und etwas anderes, was wir auch als Marketingorganisation versuchen zu fördern, ist, die Stadt größer zu machen als nur das reine Stadtzentrum. Und wir merken natürlich, dass die Erstbesucher natürlich erstmal ins Van Gogh Museum gehen, sie gehen ins Anne Frank Haus, sie schauen sich erstmal die Kanäle und die Brücken an. Aber wenn sie das zweite oder dritte Mal kommen, dann können wir ihnen noch etwas anderes zeigen. Andere Teile der Stadt und selbst innerhalb des Stadtgebietes insgesamt gibt es noch zusätzliche Bereiche, die entdeckt werden können. Wir versuchen das also zu fördern. Das ist also unser Ansatz. Sehr interessant. Ich denke, die Übernachtungs- und Unterbringungsmöglichkeiten ist etwas, was Sie erwähnt haben. Barcelona, Sie haben, glaube ich, auch einen Hotelbaustopp verhängt. Ja, wir machen das Gleiche im Grunde genommen, sagt Herr von Arwert. Ich möchte das nicht wiederholen, aber um das Bild zu ergänzen, ich denke, es ist wichtig zu verstehen, also 2-3 Dinge zu verstehen. Erstens, jeder überlastete Ort ist anders und eigen. Und es gibt keine Einzellösung für alle. Man muss Lösungen jeweils anpassen, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Bedingungen anbringen. Das, was ich jedoch unterstreichen möchte, ist, dass es unmöglich ist, diese Probleme zu lösen, ohne einen strategischen Plan für die Gesamtstadt zu haben. Man muss das kontextualisieren, was man tut. Der globalen Strategie der Stadt zufolge werden die Ziele festgelegt und diese Ziele werden dann umgesetzt. Die Überlastung belastet die öffentlichen Bereiche vor allen Dingen in der Stadt und dann auch die Wohnraumnutzung, wenn die Wohnraumnutzung für die Unterbringung von Touristen zum Beispiel verwendet wird. Barcelona hat deswegen einen Plan aufgelegt, um die Anzahl zu begrenzen, also die maximale Bettenanzahl zur Tourismusbeherbergung in der Stadt festzulegen. Das ist der erste Schritt, um effizient durchzugreifen, also ein Maximum festzulegen. Und danach, selbst mit einer ganzen Armee an Inspekteuren, würden wir es überhaupt gar nicht schaffen, diesen Markt zu kontrollieren, der hyperdynamisch ist. Menschen kommen und gehen wieder. Es gibt neue Listings auf den Webseiten, neue Angebote. Wir müssen also mit den Plattformen zusammenarbeiten, eine Übereinkunft treffen und eine gemeinsame Strategie für die Gesamtstadt entwickeln. Vielen Dank. Und was die Maßnahmen in Dubrovnik angeht, sie stehen unter einem Titel, Respekt für die Stadt. Was wir
als Botschaft damit übermitteln wollen, ist, dass es um nachhaltigen Tourismus in Dubrovnik geht. Das erste Thema ist die Zusammenarbeit mit den Kreuzfahrtschiffen und den Reiseveranstaltern. Das wird sicherlich Erfolg bringen, aber wir arbeiten darüber hinaus auch am Zeitenmanagement für den Verkehr. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Nämlich, dass der Tourist schnell von A nach B kommen kann, um die großen Tourismusströme gut zu managen. Es geht also nicht nur um Zahlen. Es geht auch um den Fluss selbst. Wie schnell dieser vonstatten geht, wie schnell der Durchsatz ist. Und wenn das stattfindet, dann wird das auch die Situation für die Destination vereinfachen. Wir haben jetzt auch im Ansatz von Smart City eine Zählung der Touristen und wir sehen, wo sie sich häufen, wann in der Saison sich die Zahlen sprunghaft ansteigen, und deswegen können wir damit jetzt viel besser arbeiten, intelligente Ansätze finden. Der Schlüssel für den Erfolg ist die Zusammenarbeit aller, die im Tourismusbereich aktiv sind. Die Stadt selbst kann es nicht selbst lösen. Wenn die Kreuzfahrtunternehmen, Hotels, Reiseveranstalter nicht mitarbeiten, dann geht das nicht, dann werden wir scheitern. Und deswegen arbeiten wir an diesem Projekt konstant und immer wieder mit den jeweiligen Akteuren zusammen. Es gibt natürlich keine einzige Lösung für dieses Phänomen. Es ist etwas, was vor 2-3 Jahren angefangen hat, und wir sind alle davon ergriffen worden, beziehungsweise von unserem eigenen Erfolg überrollt worden. Und viele öffentliche Medien stellen das dar, als ob die Städte von dem Tourismus zerstört werden. Das stimmt nicht. Wir versuchen jetzt, neue Lösungen anzubringen, und wir versuchen, Pioniersarbeit zu leisten, weil wir auch erfolgreich sind damit. Und es gibt keine Einzellösung, die man in 1-2 Monaten umsetzen kann. Es geht um einen viel längeren Zeitrahmen. Es geht darum, die Touristen gut zu informieren und mit den unterschiedlichen Reiseveranstaltern und Hotels zu arbeiten. Und wenn wir zusammenkommen und unsere gemeinsamen Anstrengungen anbringen, dann können wir Erfolg haben. Herr Arvid sagt, die Art und Weise zu reisen verändert sich. Wir haben all diese Plattformen jetzt, und es gibt auch noch diese Shared Angebote, die Shared Economy. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, da Schritt zu halten mit der Entwicklung, weil jeden Tag gibt es neue Angebote. Das ist eine der Hauptherausforderungen für uns. Deswegen gibt es auch keine Einzellösung. Es wächst dynamisch. Ich muss allerdings sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man erstmal festlegt und feststellt, dass die Stadt den Bewohnern der Stadt gehört. Besucher gehen ja wieder. Deswegen heißen sie auch Besucher. Aber die Bewohner bilden das Fundament, das Rückgrat der Stadt. Sie sind die Seele der Stadt. Wenn es keine Menschen mehr gibt, die in der Stadt leben, dann ist das auch keine interessante Stadt mehr. Und es ist auch sehr wichtig, dass Geschäfte und dass es ein Geschäftsumfeld gibt in der Stadt, in dem die Bewohner arbeiten. Und es ist auch wichtig, dass es Besucher gibt. Aber es fängt mit den Bewohnern selbst an. Ich denke, es ist wichtig, die Organisation zu gründen, die die verschiedenen Stakeholder aufnimmt. Traditionell ist es so, dass unsere Destination, und Barcelona ist sicherlich der Fall, dass man in öffentlich und privater Partnerschaft arbeitet und engagiert ist. Wir haben eine lange Tradition in dieser Hinsicht. Und die Industrie und die Verwaltung arbeiten Hand in Hand schon seit langer Zeit. Aber man muss noch weitere Stakeholder hinzuhören. Die Wissenschaft, die Nachbarschaftsvereinigungen, Umweltvereine, sie müssen unbedingt mit an Bord sein. 2010 hatten wir den ersten Tourismuspanel in der Stadt gegründet. Da haben wir das Problem bereits identifiziert. Und 2016 haben wir dann einen Rat gebildet, einen Tourismusrat in der Stadt gebildet, der sämtliche Stakeholder und sämtliche Interessensgruppe mit aufnimmt, die in der Stadt aktiv sind. Und da hat man versucht, mit dem Tourismus und dem Tourismusproblem umzugehen. Und es waren Akteure, die vorher noch nie an einem Tisch zusammensaßen. Das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich kann man
das spezifische Problem der Überlastung an bestimmten Punkten damit noch nicht lösen. Aber um eine Lösung zu finden, muss man ein Umfeld schaffen, wo unterschiedliche Akteure miteinander sprechen. Akteure, die bisher noch nicht an einem Dialog teilgenommen haben. Und ich denke, dass das ein Schlüssel für den zukünftigen Erfolg sein wird. Es ist auch nicht immer nur ein Problem der Überbevölkerung in der Hinsicht durch die Touristen, sondern es geht auch um Verhalten. Denn die Städte sind ja Städte und es sind immer viele Menschen in den Städten. Deswegen geht man in die Stadt. Das ist das Wesen der Stadt. Aber es geht um das Benehmen und das Verhalten der Menschen. Und das ist etwas, was wir in all unseren Städten erleben, dass die Menschen nicht nur in diese Stadt kommen, sie wollen ja eine Erfahrung haben. Es geht ja oft dass die Stadt, darum, dass die Stadt dann als einen Hintergrund für diese Erfahrungssuche genutzt wird. Und das kann ein Problem sein. Wie Sie gesagt haben, die neuen Systeme, die neuen Technologien, neuen Plattformen wie Airbnb und andere Plattformen, die die Städte ja zugänglich machen erst. Sie sind manchmal auch ein Nachteil für uns in gewisser Hinsicht, aber auf der anderen Seite können sie auch einen großen Vorteil darstellen, weil mit neuen Technologien können wir ja auch arbeiten. Ich kann Ihnen ein Beispiel da geben. Wir arbeiten jetzt an einem System, einer Applikation, die sich Respect the City nennt. Und mit dieser Applikation wollen wir unseren Touristen einen Leitfaden an die Hand geben, wie sie sich zu verhalten haben. Welche Regeln erwartet die lokale Bevölkerung, dass sie sie einhalten? Das ist eine Botschaft für die Touristen und wir können direkt mit ihnen kommunizieren, dank dieser Technologien. Und wir sagen nicht einfach nur, vermeiden Sie diesen Bereich zu dieser oder jener Uhrzeit, sondern wir kommunizieren mit ihnen, indem wir ihnen sagen, dass Ihre Erfahrung viel besser sein wird und viel reicher sein wird, wenn Sie um 4 Uhr kommen, anstatt um 12 Uhr aufzutauchen. Und das ist viel besser, als wenn man einfach nur Verbote ausspricht. Es gibt also unterschiedliche Technologien, die uns in die Lage versetzen, die Arbeit auf städtischer Ebene zu verbessern. Und die Bürger sind wiederum im Kern unserer Anstrengungen. Indem wir nachhaltigen Tourismus ermöglichen und die Erfahrung auch für die Bewohner verbessern, macht es insgesamt eine Situation viel besser. Die gemeinsamen Themen, die wir hier hören, ist die Zusammenarbeit. Das ist offensichtlich ein Kernwort. Die Zusammenbringung aller Interessensgruppen, die mit dem Phänomen zu tun haben, aber auch die Betroffenen, wie die Bewohner zum Beispiel. Und der andere Punkt ist, dass man eine aktive, proaktive Kommunikation pflegt mit den Interessensgruppen. Die iAmsterdam-Kampagne war genau der Punkt. Da ging es um den Tourismusmarkt, aber es ging auch um viel Information, die den Touristen an die Hand gegeben wurde damit. Und der dritte Punkt ist Messen. Wie misst man den Erfolg? Wie misst man die Ströme von Touristen an einer Destination? Herr Arbeit sagt, wen misst man? Ist der Besucher ein Tourist? Ist er ein Investor? Ist er jemand, der Airbnb bucht? Und es ist interessant, es gibt auch keinerlei europäische Regulierung hinsichtlich diesen Phänomen. Ich denke, wir sollten eine europäische Regulierung haben für Airbnb und solche Plattformen. Denn sie sollten auch, also sie geben ja zum Beispiel keinerlei Informationen über die Besitzer der Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist auch sehr kompliziert für uns. Alle Städte kämpfen mit und haben auch mit diesem Phänomen der Sharing-Plattformen zu tun. Und ich denke, es ist an der Zeit, eine entsprechende Regulierung auf europäischer Ebene aufzulegen. Denn sonst wird die Herausforderung ja auch nicht weggehen. Das ist ein interessanter Punkt. Ich werde das in der Ministerrunde mal anbringen heute Nachmittag. Mal schauen, was wir da tun können. Diese Nichtregulierung auf der europäischen Ebene führt dazu, dass die Städte nicht gegen solche Phänomene vorgehen können. Denn die Fähigkeit der Regulierungsbehörden überhaupt zu regulieren, das liegt ja nicht in der Hand der Städte. Oder das kann die Stadt nicht allein eben leisten. Deswegen ist es wirklich wichtig, mit den Plattformen zusammenzuarbeiten. In Katalonien, da gibt es ja ein Regionalrecht in dieser Hinsicht. Und da ist es verpflichtend, die Anzahl an und Übernachtungen
jeweils immer zu veröffentlichen, und zwar für jede Plattform. Das ist sehr wichtig, das auch durchzusetzen. Und dann kann man auch sehen, ob die Anzahl der registrierten Besucher rechtlich den rechtlichen Bestimmungen entspricht oder nicht. Aber wir sehen natürlich auch, dass es immer wieder Webseiten gibt, die das nicht tun. Es wäre einfach für sie, die Anzahl der übernachtenden Gäste immer wieder auch anzubringen. Aber wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, damit sie das tun. Wenn wir jetzt sozusagen einen Wunsch aussprechen könnten, eine Kristallkugel nehmen könnten und quasi einen Wunsch herbeizaubern könnten, was wäre der Wunsch, ihr dringlichster Wunsch, der realisiert werden sollte? Ich würde sagen, dass die kroatische Gesetzeslage und die lokale Gesetzeslage sehr bestimmt ist. Und die Datenmenge zum Beispiel von Wohnungsvermittlungen und Übernachtungen, das ganz streng geregelt und das wird auch durchgesetzt. Es gibt eine steigende Anzahl von Besuchern. Gegenüber dem letzten Jahr hatten wir zum Beispiel 17% Anstieg und dieses Jahr erwarten wir nochmal 10% mehr Besucher. Wir sind natürlich eine Flugdestination. Dubrovnik hat einen Flughafen und sehr viele Besucher kommen durch diesen Flughafen. Wir wissen also genau, wie die Zahl steht. Wir sehen, wo die Probleme sind und sie sind sehr klar. Und es geht hauptsächlich darum, das zu organisieren. Es geht um das Management der Stadt, sonst nichts. Und als Tourismusdestination weiß man, dass die erste Regel darin besteht, eine offene Stadt zu sein. Sie können nicht den Zutritt verbieten. Und natürlich könnte es diejenigen geben, die sagen, es wäre doch einfacher, wenn man sagt Stopp, wenn 4000 da sind. Aber wir sind eine Stadt, die so nicht funktioniert. Eine Stadt, in der Menschen kommen und gehen und wir müssen damit umgehen. Wir können das nicht unterbinden. Deswegen ist es wichtig, den Menschen die richtige Information an die Hand zu geben. Unterschiedliche Termine zu nennen, unterschiedliche Tageszeiten. Eine Dienstleistung an Informationen anbieten, damit sie das richtig organisieren. Denn sonst wird man einfach nur sozusagen die Barriere da einziehen und dann werden die Leute sagen, ja, die in Dubrovnik sind verrückt. Und auf der anderen Seite hat man wiederum den Vorteil, dass man auch die Sicht auf überlastete Destinationen umgehen muss und man muss dagegen vorgehen. Und ich denke, das muss man proaktiv machen. Wir haben das erst jetzt zum ersten Mal diese Maßnahmen ergriffen gegenüber dem letzten Jahr und wir werden sehen, welche Folge das zeitigt und dann werden wir weitere Maßnahmen ergreifen. Und wie ich bereits gesagt habe, es gibt keine Einzellösung und keine Destination ist wie eine andere. Jede Destination ist eigen und anders. Wir sind alle erfolgreiche Städte, die hier sitzen, aber mit unterschiedlichen Problemen. Insofern haben wir kein Problem mit den Internetprovidern oder den Plattformen für Unterbringungen und Übernachtungen. Damit haben wir nicht Probleme. Aber wir haben dafür andere Probleme. Und wir sind eine sehr, sehr kleine Stadt, die sehr, sehr beliebt ist. Ein sehr beliebtes Reiseziel. Und als man mir gesagt hat, kommt, bietet ihnen andere Attraktivitäten an, dann sage ich, es gibt sehr, sehr viele rund um uns herum. Wunderschöne Inseln, alles. Aber wenn jemand kommt und 2-3 Stunden an Land verbringt, dann wollen sie natürlich die Altstadt sehen. Das ist es. Dann wollen sie nichts anderes besuchen. Man muss sie also richtig informieren, man muss ihnen gute Zeiten anbieten und gut organisiert sein, insbesondere was die öffentlichen Räume angeht. Wir sind jetzt dabei, einige Maßnahmen zu ergreifen, also die Anzahl der Tische, die draußen sind, in dem öffentlichen Raum zu beschränken, damit der öffentliche Raum größer wird wieder. Und dort auch mehr Touristen dann sich einfinden können. Das sind natürlich sehr harte Maßnahmen, denn als Politiker muss man natürlich auch Wahlen bestreiten. Und ich werde in 2,5 Jahren auch wieder zur Wiederwahl anstehen. Jemand muss ja für mich stimmen dann, aber man muss am Anfang die eigene Stadt, die eigene Destination als Nummer 1 setzen und alle
harten Maßnahmen ergreifen. Denn jemand kann sie vielleicht jetzt nicht mögen, aber in 5 oder 6 Jahren sind sie vielleicht dankbar dafür, dass diese Maßnahmen ergriffen wurden. So this long-term view. Das ist also ein langfristiger Blick auf die Dinge. Ja, richtig, es muss langfristig angelegt sein. Ja, genau. Man muss wissen, wo man hin möchte. Und das ist natürlich schwierig, denn Städte wie Barcelona und Dubrovnik und sicherlich auch Amsterdam, da ist es so, man kann ja jetzt nicht eine Mauer drumherum bauen und sagen, wir stoppen das jetzt alles. Amsterdam hat ja auch ein Image als eine der tolerantesten Städte der Welt. Und zwar schon seit dem 16. oder 17. Jahrhundert. Es ist eine offene Stadt. Alle Menschen sind dort willkommen. Deswegen ist es für uns jetzt sehr merkwürdig zu sagen, es gibt zu viele Menschen, die zu uns in die Stadt kommen. Und das ist besonders kompliziert für uns, auch im Hinblick auf die Daten. Wir haben 800.000 Besucher. Entschuldigung, 800.000 Einwohner, 17 Millionen Besucher und die Hälfte sind Niederländer. Das sind Tagesbesucher, weil wir einfach die Hauptstadt sind. Wir sind ein kleines Land, in 2 Stunden kann man schon zu uns reisen. Viele kommen also auf einen Tagesausflug nach Amsterdam. Manchmal sieht man dann dieses Problem vor Ort, dass die Touristen auch Opfer werden. Denn alles wird von den Touristen verursacht, sagt man. Nein, die Hälfte von ihnen sind ja Niederländer. Meine Schwester beispielsweise kommt auch regelmäßig in die Stadt. Über wen sprechen wir denn jetzt eigentlich? Und ich stimme mit dem Bürgermeister überein. Es ist unterschiedlich, ganz je nach Stadt einfach. Es gibt immer unterschiedliche Regelungen, Bestimmungen. Das ist wie ein Monster mit ganz vielen Köpfen. Das geht nicht einfach so wieder weg. Man muss sich wirklich Gedanken drüber machen, wie man das machen kann, wie man Maßnahmen einleiten kann. Da muss man sehr strikt sein. Ich denke auch, dass das sehr wichtig ist. Man sollte nicht über das Management des Tourismus und das Management der Stadt separat sprechen. Nach unserer Erfahrung geht es immer nur um eine Förderung der Stadt. Man will Menschen anziehen, dass sie zu einem kommen. Und danach stellen wir dann fest, dass wir feststellen, dass wir die Touristenströme in der Stadt irgendwie lenken müssen. Und innerhalb von 4 oder 5 Jahren war es bei uns dann so, was den Fremdenverkehr in der Stadt anbelangt, dass wir das managen müssen. Jetzt sagen wir, wir brauchen einen Ansatz. Wir verwalten die Stadt auch mit Blick auf den Tourismus. Das heißt, die gesamte Verwaltung, die verschiedenen Räte und so weiter, die haben alle ein Schärflein dazu beizutragen. Sie tragen Verantwortung in der Verwaltung für die Stadt. Das ist jetzt kein Problem nur für den Tourismussektor, sondern für die ganze Stadt. Und unter dieser Perspektive muss man das auch sehen. Das funktioniert nicht immer so mit einem Ansatz für alles. Nein, man muss schauen, ob es irgendwie zu viele Menschen gibt. Da dürfen dann nicht neue dazukommen. Wir brauchen entsprechende Regeln. Das ist natürlich in Wohngebieten besonders von Bedeutung. Wichtig ist ein Gleichgewicht zwischen dem Leben der Einwohner und den Erfahrungen der Touristen. Das ist auch wichtig für die gesamte Stadt, für auch Messen wie die ITB in Berlin. Da gilt es, das zu beleuchten. Ja, man hat eine Marketingorganisation für die Reiseziele, aber man braucht vielmehr eine Managementorganisation. Das ist ansonsten ein sehr altmodischer Ansatz. Wir nutzen das Wort Touristen gar nicht mehr. Wir sprechen über Besucher und Besucherinnen, weil man bei Touristen immer sofort denkt, ah, da ist irgendwas Schlechtes dabei. Ja, wir sind ja jetzt hier alle Menschen in Berlin. Wir sind hier aus Geschäftsgründen. Wir sind also Geschäftsreisende. Aber heute Abend gehen wir vielleicht in ein Restaurant oder man bleibt noch über das verlängerte Wochenende. Dann wird man ein Tourist, eine Touristin. Deswegen sagen wir immer, man muss über Besucher sprechen. Die müssen alle entsprechend gleich behandelt werden. Aber meiner Meinung nach ist es sehr altmodisch, einfach nur darüber zu sprechen, dass man immer mehr Leute in die Stadt bringen muss. Das ist doch gar nicht nachhaltig, das so anzugehen. Man sollte sich hingegen Gedanken über die Zukunft der Stadt machen. Entschuldigung, ich möchte da einhaken. Ja, man macht einen Unterschied zwischen den Einwohnern und den Touristen, je nachdem, wie das logistische Management aussieht. Das Verhalten dieser zwei Gruppen ist ja ganz anders, auch das, was sie zeitlich geplant haben. Aber im Hinblick auf eine Öffnung der Stadt, im Hinblick auf Regeln, gibt es keinen Unterschied zwischen diesen. Was denken Sie über das Thema des Ertrages pro Tourist?
statt immer nur auf die Zahlen zu blicken. Es gibt ja sehr viele verschiedene strategische Marketingpläne, die immer den Schwerpunkt auf die Zahlen legen. Man sagt, man kann das immer messen, 1000 Besucher beispielsweise, das heißt 10 Euro pro Besucher, sagen wir mal. Oder wir haben 100 Besucher, das sind dann 100 Euro pro Besucher. Das hat dann die gleichen ökonomischen Auswirkungen, aber natürlich andere Umwelt- und soziale Auswirkungen. Diskutieren Sie das mit Ihren Akteuren? Was sind denn die Touristen? Über welche Qualität sprechen wir? Sprechen wir über Intellekt, über Geld, sprechen wir über Interessen oder sind die alle hübsch zum Beispiel? Was ist ein Qualitätstourist? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist sehr schwierig, das zu besprechen. Ich weiß schon, im Falle von Amsterdam muss man die Kultur, Essen, Design, Architektur auch fördern. Sagen wir mal, es gibt zwei Studenten, die machen ganz viele kulturelle Programme, aber die bleiben in einer Herberge, weil sie nicht so viel Geld haben. Sind das dann die sogenannten Qualitätstouristen? Das ist eine sehr schwierige Frage, die zu beantworten. Wenn Sie sich mal die Touristen anschauen, dann denke ich, wäre es der falsche Ansatz zu sagen, na ja, wir möchten mehr Fünf-Sterne-Touristen haben, als diejenigen, die irgendwie im Zelt übernachten zum Beispiel. Das sind doch alles Touristen. Und natürlich kommunizieren sie auch außerhalb über die eigene Stadt. Sie machen auch Marketing selber, sie sprechen über ihre Reiseerlebnisse. Es gibt verschiedene Arten des Marketings, positiv wie negativ. Viele Jahre lang hatten wir eine Zahl für die Anzahl der Touristen, die kamen, und daran haben wir unseren Erfolg gemessen. Wenn wir eine höhere Prozentzahl haben, dann sagten wir in den Medien, ja, wir sind hier wirklich erfolgreich aufgestellt. Letztes Jahr hatten wir diese Zahl und dieses Jahr haben wir eine höhere Zahl. Wir sind also erfolgreich unterwegs. Das ist aber der völlig falsche Ansatz. Erfolgreich zu sein bedeutet, dass man hochqualitative Dienstleistungen erbringen muss. Haben wir alle je einen guten qualitativen Ansatz für die Touristen erstellt und die Touristen gefragt, was denken Sie, was ist gut, was ist schlecht für Sie, was müssen wir denn verändern? Was sollten wir Ihrer Meinung nach tun? Die Internetprovider beispielsweise, da findet man ja Hotels, da sieht man auch Rezensionen entsprechend. Da liest man darüber, was die Touristen über gewisse Restaurants und Hotels denken. Wir sollten das Gleiche umsetzen für unsere Reiseziele. Dann haben wir zwar die exakten Zahlen über die Reiseziele vorliegen, aber dann können wir auch noch sagen, das ist etwas, was wir vergleichen können. Wir können sagen, wir sind gut oder schlecht aufgestellt, wir müssen gewisse Dinge verändern. Denn wenn man einfach nur die Zahl der Touristen zählt, die in die Stadt kommen, das ist wirklich der falsche Ansatz. Okay. Leider kommen wir schon zum Ende dieser sehr interessanten Diskussion. Aber ich möchte Ihnen jeweils noch eine Minute zur Verfügung stellen für Ihre Abschlussworte. Was ist denn Ihr Ratschlag für andere Reiseziele, die diesen Erfolg noch nicht verbuchen können, den Sie in Ihren Städten haben? Was können die anderen Reiseziele tun, um gewisse Dinge zu vermeiden, um vorauszuplanen? Was können Sie tun, um nicht zu viele Touristen in der Zukunft zu haben? Es hören ja auch einige im Live-Feed zu. Vielleicht auch Ihren Ratschlag für die Damen und Herren hier im Publikum. Nun, soll ich vielleicht anfangen? Ja, eine Minute bitte. Ich denke, wenn man ein touristisches Reiseziel ist und anfängt, in dieses Reiseziel zu investieren, indem man beispielsweise neue kulturelle Institutionen oder Museen erbaut, und wir haben das zum Beispiel gemacht, wir haben 7 große Museen in Amsterdam. Wir haben aber anfangs gar nicht gewusst, wie die Folgen in den nächsten Jahren sein würden. Jeder wollte ins Rijksmuseum beispielsweise, in andere Museen gehen. Da muss man sich während der Planungsphase schon Gedanken darüber machen, was das für die Zukunft bedeuten wird. Weil das eventuell zu einem Anstieg der Touristenzahlen führen könnte, wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat. Was kann man da machen? Wie kann man das entsprechend lenken? Wachstum ist hier nicht das Zauberwort. Natürlich kann man Wachstum haben, aber das muss immer nachhaltig sein. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass man die Einwohner und Einwohnerinnen nicht vergessen sollte. Das sind ja ihre Botschafter. Aber das können genauso ihre Gegner werden. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Danke.
Ich denke, es ist wesentlich, diese Beziehung aufzubrechen. Dieses Mehr ist besser. Mehr ist nicht immer besser. Im Tourismus ist es ja so, dass es in einigen Reisezielen so ist, dass mehr nicht unbedingt besser ist. Und deswegen ist es wesentlich, auch immer die Stadt entsprechend zu verwalten. Natürlich kann man Leute anziehen, dass sie in die Reiseziele kommen, aber man muss schauen, dass es nicht zu überfüllt wird. Wir müssen die Gleichung und die Faktoren verändern. Wenn man aus dieser Saal rausgeht, in irgendeine Tourismusmesse oder in der Welt, egal wo, dann sieht man immer, dass man zum einen Menschen anziehen möchte, aber zum anderen dann wieder die Probleme lösen muss, die dadurch entstanden sind, dass man mehr Menschen angezogen hat. Und genau dieses Gleichgewicht müssen wir hinbekommen. Die Tourismusbranche muss sich darüber bewusst sein, dass es eine gewisse Fragilität in den Reisezielen gibt und dass es hier die Gefahr der Zerstörung gibt. Danke. Ich möchte über meine Erfahrungen sprechen. Dubrovnik ist ja eine sehr beliebte Stadt. Schon seit Hunderten von Jahren ist es ein beliebtes Reiseziel. In den 90ern hatten wir aber einen Krieg. Nach dem Krieg gab es keinerlei Touristen. 80% unserer Wirtschaft hängt vom Fremdenverkehr ab. Sie können sich also überlegen, wie die Menschen überlebt haben damals. Dann kamen die Nullerjahre, die Anzahl der Touristen wuchs wieder. Vielleicht haben wir diesen Horizont damals noch nicht gesehen, dass wir so beliebt werden würden als Reiseziel. Wir machten uns damals keine Gedanken darüber, dass eines Tages wir wieder so beliebt sein würden, dass wir sehr, sehr viele Touristen hätten. Dann kamen die Kreuzfahrtschiffe, Gäste kamen nach Dubrovnik, Folklore-Tänze gab es und so weiter und so fort. Wir haben versucht, unsere Stadt auch beliebt zu gestalten, weil wir ja zuvor diese harten Zeiten durchgemacht hatten. Ich möchte sagen, dass ein wichtiger Aspekt des Tourismus auch die Sicherheit ist. Denn ohne Sicherheit in den Reisezielen, dann kommt da überhaupt niemand mehr. Niemand möchte in ein unsicheres Land, in eine unsichere Stadt reisen. Wir in Dubrovnik werden das niemals vergessen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der folgende. Die Mehrheit unserer Städte hat viele Einwohner. Wir haben 46.000 Einwohner. Wir brauchen Strom, Straßen, Infrastruktur und so weiter. Das ist insbesondere für die Menschen gestaltet, die dort leben. Aber im Sommer kommen natürlich noch mehr. Daher muss man jedes Reiseziel darauf vorbereiten. Das heißt, man muss alles stärker aufstellen, größer machen, damit man in der Lage ist, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Und man sollte natürlich an die Zukunft denken, wenn die Zahl der Touristen steigt. Aber ich sage es noch einmal, es gibt keine Lösung, die eine Lösung für alles ist. Man muss das im Laufe der Jahre sehen. Man kann dann natürlich auch Änderungen vornehmen. Man kann schauen, was man vielleicht nicht so gut gemacht hat, was man verbessern kann für die Zukunft. Und dann kann man auch erfolgreicher sein. Ja, und natürlich möchten wir eine 100% nachhaltige Region werden. Vielen herzlichen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Bevor wir noch einmal die Sitzung zusammenfassen, möchte ich sagen, Sie haben ja einige Lösungen bereits vorgetragen bekommen. Wir können jetzt noch einmal abstimmen. Ich denke, wir sehen das jetzt hier auf der Folie. Die Frage ist folgende. Wie sieht es aus mit den Maßnahmen, die wir diskutiert haben? Sind sie ausreichend und können sie in andere betroffene Reiseziele übertragen werden? Das ist so ein bisschen ein Feedback von Ihnen an die Podiumsdiskussionsteilnehmer. Ja, wir können hier den Countdown starten. Sie haben Ihre Geräte zum Abstimmen per Klicken. Und dann bitte ich um Ihre Abstimmung. Ja, jetzt geht's auch schon los mit einer Hintergrundmusik. Nicht ganz, ist die Antwort. Ja, stimmt. Ja, das entspricht ja auch der Botschaft, die wir gehört haben, dass jedes Reiseziel ein bisschen anders ist, dass man immer auch die lokalen Zusammenhänge sehen muss.
Ja, aber man hat hier durchaus einigen Einfluss. Dank der Maßnahmen, 90% haben so abgestimmt. Vielen herzlichen Dank. Muchas gracias, Viola Lepper. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier auf der ITB und wir treffen uns hier wieder in 15 Minuten. Dann sprechen wir über den Bereich Kreuzfahrten.